Gottes Gnade fand. Erwecken, armer Bote, erwecken die Erweckler, erwecken, armer Bote, erwecken die Erweckler, erwecken, armer Bote. Das ist also überall gewesen früher, aber das hat irgendwann kein Mensch mehr so richtig genommen und in Skandinavien hat es ein Revival gehabt, die letzten 10, 15, 20 Jahre. Da ist das wieder richtig hochgekommen, das Folkloreinstrument. Da schwingen immer die Resonanzzeiten mit. Das gibt immer einen ganz, ganz tollen Klang. Also alles Mögliche, wenn es gestimmt ist, naja, Moment. Ja. Und eigentlich kannst du das zupfen und streichen, wie als ob du immer leere Seiten hast. Mhm. Weil wenn du auf einer Geige irgendwas drückst, ja, dann ist durch den Finger, hast du keinen Klang mehr. Bei der Gitarre hast du ein Bordun, also da hast du diese Bünde, und da klingt, ja, also klingt jeder Griff, klingt ja nach. Bei der Geige nicht, mhm, dass nur die leere Seite klingt nach. Und hier ist dadurch, dass das quasi hier alles wie Bünde quasi, wie das angedrückt wird, klingt alles nach. Es klingt immer nach. Du kannst zupfen, was du willst. Klingt immer noch. Mhm. Und wenn das Geräusch noch da dazu, das ist völlig anders. Du spielst Sandwich. Ich spiele das andersrum als bei der Geige. Bei der Geige hat man die Seiten andersrum, aber hier komme ich von unten und bin hier. Mhm. Okay.